Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Sandwich-Shootout. Ich habe mir ein neues Sandwich überlegt und das will ich jetzt heute mal ausprobieren. Und zwar brauche ich dafür Bagels. Ich habe jetzt hier mal so Körner, Mohn, Bagels geholt. Die toasten wir nachher kurz an. Dann als Käse Tilsiter. Schön strammer Käse, der noch ein bisschen Geschmack hat. Und als Fleisch lecker Pfeffer. Ham, den werden wir gleich noch ein bisschen bearbeiten. Nicht so lassen, wie er ist. Dann Ei. Lecker. Als Soße nehme ich Mayo, Senf und diese komische scharfe Soße, über die alle reden. Und die werde ich mixen. Aber die hier, die brauchen wir jetzt für den Schinken. Was ich hier nämlich jetzt machen will, ist ein bisschen von der Sriracha drüber geben, über jede Scheibe, und das ein bisschen darauf verteilen, sodass ich die quasi nochmal mariniere in Hot Sauce, und die kommt dann gleich danach ein bisschen in die Pfanne, damit das karamellisieren kann. Ich glaube, das wird eine ziemlich geile Mischung. So, die Pfanne ist heiß. Mit der marinierten Seite nach unten schmeiße ich jetzt mal ein paar Stücke von dem Ham da rein. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? So, die werden nicht lange brauchen. So dünn wie das Fleisch ist. Das geht rucki zucki. Deswegen muss man aufpassen, dass das nicht nachher schwarz wird. Ich werde die Pfanne jetzt auch nicht verschwenden. Wenn es schon gerade auf Temperatur ist, kommen da direkt jetzt die zwei Spiegeleier rein. So, die Bagels, die werde ich jetzt einfach nur halbieren und dann in den Toaster stecken, damit die schon mal warm sind. So, für die Soße nehmen wir ein bisschen Senf. So, dann dieselbe Menge Mayo und etwa dieselbe Menge Sriracha. Easy peasy, alles verrühren. Und das Ganze sollte so eine hellorange Farbe bekommen. Jawohl, genau so. Und das hier ist die perfekte Burgersoße, Cocktailsoße. Eigentlich für alles total genial. Sandwiches passt überall super dazu. Schmeckt saugut. Ich habe jetzt noch einen Trick, der mir gerade spontan eingefallen ist, der das hier noch geiler macht. Und zwar werde ich Meerrettichpaste noch mit reinmachen. Das gibt dem noch so einen richtigen Kick in den Arsch. Auch ein Teelöffel davon reicht vollkommen aus. Und sollte neben dem Senf so ein bisschen Kick noch mit in die Soße reingeben, die man da vielleicht nicht erwarten würde. So, die Vorbereitungen sind fertig, die Bagels sind angetoastet, die Soße ist gemacht, das Fleisch angebraten, der Käse geschnitten und die Eier gebraten. Also fangen wir an zusammenzubauen. Erst das Spiegelei, und ja, das will ich noch so ein bisschen flüssig haben. Ich will, dass das Eigelb noch theoretisch platzen kann. Dann die Soße, die sich dann nämlich direkt mit dem geilen Eigelb vermischen kann. Ein bisschen mehr von der Soße machen wir nachher noch an den Deckel. Dann kommt das Fleisch drauf. Dann der Käse. Dann nehmen wir uns die Deckel von unserem Bagel und machen noch ein bisschen Soße daran. Und dann, ich gebe nicht auf, Bunsenbrenner. So. Der Käse wurde schön ein bisschen weich und jetzt kann der Deckel drauf. Und nun, das ist nun wirklich dämlich, aber ich schneide es trotzdem mal in der Hälfte durch. Das ist total bescheuerte Idee, einen Bagel in der Mitte durchzuschneiden, aber okay. Und das Traurige, ich muss es gestehen, ist, als ich den Käse flambiert habe, ist mir tatsächlich das Ei schon aufgegangen. Bei beiden Sandwiches. Weiß nicht warum, vielleicht die Hitze, aber nichtsdestotrotz. Das wird ein lecker Sandwich. Boah. Ist auf jeden Fall sehr frühstücklich, kann man sich denken. Hat so ein bisschen was von Breakfast Bagel. Mit dem Spiegelei drauf. Generell Bagel halt. Verbindet man ja eher mit Frühstück. Schmeckt hammergeil. Der Meerrettich kommt voll durch. Ich hätte fast noch ein bisschen weniger von reinmachen können. Er stört nicht. Er passt eigentlich ziemlich gut hierzu. Aber er übertüncht so ein bisschen. So ein bisschen das, was ich mir vom Schinken erhofft habe.
Aber selbst der kommt gut durch. Das schmeckt richtig geil. Übrigens auch mit den Bagels hier, mit den Mohn-Bagels. Passt saugut. Oh ja, jawohl. Ja. Wenn ihr einen Breakfast-Bagel haben wollt, der so richtig pornös ist, das da ist ein guter Weg.